Hallo und willkommen zurück zu Outlaw The Old West. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir den Bogen jetzt beiseite legen und hier die SSA produzieren werden. Aber ich habe jetzt das Problem, ich weiß noch nicht, wo Gunpowder gemacht wird. Aber ich habe jetzt hier gerade mein Dings hier gebrannt. Ich nehme alles, mach das mal aus. Wir sollten jetzt den Tisch herstellen können. Den wollten wir ja sowieso, dafür sind wir ja losgezogen. Und ich gehe mal davon aus, dass man an diesem Tisch den Gunpowder machen kann. Wir brauchen jetzt noch 10 Planks. Die haben wir auch. Und dann haben wir für diese Munition hier, für diese Waffe Munition. Das zeige ich euch jetzt gleich. So, dann craften uns jetzt erstmal hier den Tisch. Aufpassen, dass ich den richtigen crafte. Craften wir den. Und dann sollten wir jetzt fast alle Tische haben. Was ich mir auch überlegt habe, ist, ich könnte mir hier so ein Schmieden-Rondell bauen. Ja, ich weiß nicht, wie ich es euch erklären soll. Zeige ich euch jetzt gleich. Lass mich mal eben den Tisch fertig machen und aufsetzen. So, dann müsste schon fertig sein. Denn Sort Item, da ist er. So, dann gucken wir mal, wo wir den hier schon, wie groß der ist. Der kann nach oben. Am besten direkt neben das Bett. Wenn es denn einmal knallt, dann kriegen wir wenigstens warme Füße. So, schauen wir mal. So, hier können wir doch bestimmt Gunpowder machen, oder? Eine Landmine. Ach du, Dynamit können wir machen. Eine Kamera. Ein Standing Dings. Eine Smoke Bomb. Eine Wooden Flare. Ein Molotov Cocktail. Ach du Scheiße. Man kann doch noch anderen Leuten die Holzhütten abbrennen, oder was ist jetzt hier los? Gunpowder, da ist es doch. Da brauche ich Sulfur, Salz. Ach du Shit, nee. Salz haben wir. Dann müssen wir. Ja. Ich weiß, was wir alles benötigen. Dieses Sulfur haben wir gesammelt. Das ist schon mal nicht schlecht. Das haben wir auch schon hier. Aber ich würde gerne denn das hier abbrechen, ja? Dass das weiter runter geht. Komm, dann mach mal Schluss hier. Kann ich das hier nicht irgendwie sagen? Schluss. Machen wir mal eins nur. Ne, das geht nicht. Es war echt so viele dadurch. Da muss ich jetzt runterklicken die ganze Zeit. Ich kann jetzt nicht 800 mal klicken. Was ist denn das? Ah so, okay. Mit STRG und Rechtsklick könnt ihr abbrechen. Sehr gut. Also Sulfur müsste ich jetzt schon mit haben. Ne? Habe ich noch 14 Stück. Salz haben wir ja mal ganz am Anfang auch gelernt. Schauen wir mal hier rein. Wartet mal. Ich müsste hier noch das Zeugs haben. Haben wir hier Kohle? Die nehmen wir mal mit. Habe ich nicht noch Sulfur? Ich meine, ich hätte Sulfur noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Salz brauche ich auf jeden Fall. Dort ein Autostack. Sollte aber reichen fürs Anfang. Also, ich habe gesehen, aus einem Dingens bekomme ich 20 Schuss. Also Munition ist ja auch teuer. Aber finde ich auch irgendwo gesagt, okay, ne? So, kann ich jetzt noch, habe ich jetzt noch Sulfur? Ne, habe ich nicht mehr. Kohle, das kann ich auch machen. Und du bist Salz, ne? Craft all, was ich habe, 76. Dann habe ich das Sulfurpulver. Ich kann dann Dings, und dann machen wir schon mal Munition. Und dann haben wir wenigstens schon mal Munition. Für die Knarre hier. Und ihr habt ja gesehen, die haut richtig gut rein.
Na, wenn man damit gute Headies macht. Man muss das Schießen üben noch. Also wir müssen da rein auf jeden Fall. Also wenn wir hier, aber wir haben schon 12 Tage überlebt, aber wir werden jetzt hier nur auf Increase the Range Damage. Ich weiß nicht, was vielleicht besser, ob Schrotze besser ist oder hier so eine Pistole. Es gibt noch eine SSA, die Blunt Fire oder so heißt die. Kann ich euch oben mal zeigen. Die benötigt etwas mehr an Materialien, aber die Waffen sind auch nicht so hier, das ist die, ne? Ja, Bluntline heißt die, genau. Aber guck mal, die macht 26 Damage. Unsere macht jetzt gerade, wir haben die hier 22 Damage. Also die macht nochmal 4 Damage mehr. Und so teuer ist sie eigentlich gar nicht. Die kostet 15 Ohr und Planks. Und wir benötigen hier zum Beispiel immer 20 Schuss Pistol Ammo. 5 Gunpowder brauchen wir dafür. Puh. Das ist natürlich viel. Und 5 Eisenohr, dann hätten wir 20 Schuss. Also Munition ist hier auch Mangelware. Wenn man jetzt hier stirbt, dann stirbt man richtig und hat ganz, ganz große Verluste. Am Anfang habt ihr ja gedacht noch, als ich mein Lager aufgebaut habe, ach guck mal, der kann sich alles so schnell dahin bauen, so viel Werkbänke. Jetzt wisst ihr, wofür man die Schale braucht. Das ist also wirklich, glaubt mir, das Spiel, obwohl das Early Access ist, es wird noch komplizierter. Wir müssen all diese Dinge, die hier stehen, noch aufstellen. Alle hier. Alles, was hier drin steht. Und wir müssen uns erst das Geld zusammenfarmen und aufstellen. Das muss alles noch hier hin, ne? Und nicht nur das, wenn ich jetzt hier drücke und dann auf I nochmal. Wir haben die Pumpstation noch nicht. Wo ist sie? Irgendwo haben wir jetzt hier eine Pumpstation. Wir haben die Kutschenfinanzierung. Der Galgen fehlt uns noch. Wir haben hier irgendwo auf jeden Fall noch eine Ölstation. Also wir haben noch echt genügend zu tun. Glaubt mir, Freunde. Und wir sind noch lange, lange nicht am Ende. So, du bist nichts mehr machen, aber du warst nochmal ein Powder machen, ne? Habe ich hiervon schon mal und hiervon habe ich schon mal. Ja, Salz fehlt mir noch, sonst würde ich schon Powder machen. Dann machen wir uns Munition, aber wir können uns nicht immer so viel Munition... Also, ich würde schon noch den Bogen präferieren fürs Jagen, denn Munition, habt ihr ja gesehen, hier ist Schweine teuer. Ne? Und wie gesagt, das ist jetzt die Stufe Gras 1. Es ist zwar auch noch hoch, aber naja, nicht mehr ganz so schön. Ich kann es natürlich höher drehen, aber dann sieht man die Cowboys irgendwie nicht mehr, die dann gestorben sind oder was. Ne? So, was seid ihr denn jetzt hier? Seid ihr hier... Kann die erstmal, ich muss jetzt hier erstmal wieder, sonst gehen mir die Pflanzen kaputt. 2. Ja, das wollte ich vermeiden. Ich hab doch gesagt, ich habe die 2 doch in der Hand. Wieso schießt der denn jetzt? Das muss ich gucken, wie ich das jetzt ändere. Die ziehe ich mal eben aus der Hand raus. Ich habe die jetzt aus der Hand gezogen, oder? 4. So, 2. Jetzt habe ich aus der Hand raus. So, normal braucht man nämlich nur einmal klicken. Genau, seht ihr, dann haben wir die bewässert. Und dasselbe hier auch. So, die sind aber schon erntereif, ne? Ich will nichts fällen hier. Warte mal. Das sind die falschen Pflanzen. Ich hätte hier eigentlich gerne Apfelbäume gehabt, ne? Unsere schönen Bäume sind jetzt weg, ne? Weil wir die eingehen lassen haben. Machen wir nochmal Hempseed rein. Ist ja nicht so schlimm. So, wenn wir die hier auch mal... eben schnell harvesten. So sind die Pflanzen weg. Nach meinen Bienen muss ich mal gucken. Da war ich auch schon ewig nicht mehr. Guck mal hier. Die haben uns auch richtig viel Zeugs gegeben.
Das muss aufgeleert werden. Ne? Und wir brauchen einen Tresor. Da können wir uns auch mal überlegen, ob wir einen Tresor bauen. Wo wir unsere Goldbarren... Ich laufe jetzt hier schon mit Goldbarren rum, hier 32 Stück. Ne? Wir haben natürlich jetzt Werte. Es gibt einen Tresor, den wir bauen können. Wo ist der? Da, das ist der Small Safe. Kostet aber 50 Iron Ore. Aber brauchen wir den? Packen wir da unser Zeugs rein? Das ist die Frage. Ich würde auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob die Banditen mich überfallen. Das ist jetzt natürlich Exempel. Ne? Wir testen es einfach mal aus. Aber ich glaube, früher oder später braucht man den. Oder ob das jetzt in PvE nicht so wichtig ist. Ich möchte mich da aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wir werden auf jeden Fall alles wegcraften, dass wir erstmal Munitionsvorrat haben. Kommen wir mal schneller. Wir könnten vielleicht schon mal, damit unsere Farm ein bisschen schöner wie eine Farm aussieht. Wenn das mir jetzt nur Dings Holz kostet und Stein ist, ist mir das egal. Wo war das? Wir hatten doch irgendwo so eine große Mühle, ne? Rein theoretisch. Konnte ich die doch irgendwo bauen. Hier am Karten-Tisch, glaube ich, was. Na hier. Komm, die bauen wir uns. 40 Planks haben wir und 20 Ohr. Ja gut, okay. Aber die wird ja auch seine Daseinsberechtigung haben. Oder ist das einfach nur Zierde? Wir werden es sehen. Und jagen werden wir trotzdem hier mit dem Bogen. Aber der ist schon wieder weg halt, ne? So, gleich ist er fertig. Take Item. So, auf die 4. Und dann gucken wir uns jetzt mal, wo wir das Gerät hinstellen. So, da ist schon ein bisschen größer, ne? Seht ihr das? Wir müssen gucken, wie wir das am besten alles setzen, weil es kommt ja später noch anderes hinzu. Ne? Aber ich schätze mal, wir können es ja auch dann moven. Ne? Genau, wir können es moven, aber es ist eigentlich nur, naja, Schau, würde ich sagen. Ne? Aber es sieht halt schön aus und was soll's, ne? Hätte sein können, dass meine Maschine jetzt dadurch schneller arbeitet hier oder so. Das wäre es vielleicht noch, wenn die denn damit angetrieben wäre, ne? Ich will aber kein Dings, Mann. Ich wollte das hier haben, so. So, noch zwei und dann können wir Salz und dann können wir Powder machen. So, da sind wir beim Salz dran. Nur das. Aber wir brauchen 5 Stück, um die ersten 20 Schuss zu machen. Ich glaube, die SSA Blunt ist die beste Pistole. Aber da Pistolen besser sein sollen als Gewehre, ich halte das mal so. Das kann laufen in der Zeit. Können wir uns jetzt mal oben ein bisschen... Ich fühle mich ein bisschen unbewaffnet gerade im Moment, muss ich ehrlich sagen. Weil ihr habt gesehen, die Banditen, die werden jetzt auch nicht gerade... Wo waren das jetzt, wo ich mein Dings dran machen musste? An einem Tisch, ne? Oder war der jetzt hier oben? Der war hier oben, ne? So, hier. Powder. Wie kann man machen? Machen wir mal so viel, wie wir da haben. 6 Stück, Tick. Wofür denn Kamera und, boah, Landmine und so, das macht mir alles Angst. Dynamit-Timer. Molotow. Wooden Flare. Smoke Bomb. Alter. Das krachte. Im PvP war, naja.
wenn du da die ganze Zeit deine Bude hingezimmert hast und jemand brennt dir die Kacke ab. So, ihr seht, jetzt können wir uns Powder machen. Einmal zumindest ein Stack, ein 20er Stack haben wir denn. Aber jetzt haben wir wenigstens für unsere Knarre können wir die jetzt ausrüsten wieder. Und wir haben ein neues Level up, wir sind mittlerweile Level 9. 4 Skillpunkte. Ich würde auch gerne mal gegen die Temperatur ein bisschen angehen. So, einmal hinten noch Fernkampf. Wo haben wir die? Da haben wir die Munition. So, wo haben wir jetzt die Blunt hier? Also ist nicht die Blunt, die normale SSA. So, dann laden wir die mal auf erstmal. So, packen die weg. Und dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal Waffen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Zwar nicht ganz so ideal, wir müssen halt noch viel holen, aber es ist bloß so. Hier können wir schon wieder harvesten. Das geht einfach viel zu schnell, ne? Harvest, so. Ja, schade um meine Äpfelbäume. Hätte ich mal aufgepasst, dann wären die noch da. So, was hatte ich gesagt? Wir hatten das jetzt. Den Tisch haben wir gemacht, wir haben Powder, wir haben eigentlich alles. Wir könnten jetzt langsam Geld anfangen zu sparen für diesen Exchange. Ne, wisst ihr, was wir noch machen auf jeden Fall? Das ist mir alles noch zu unsicher. Wir werden den Tresor noch bauen. Ich weiß, den bauen wir in dieser Folge. Oh, jetzt kommt Gewitter auf hier bei mir. In der Realität. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall den Tresor noch aufbauen. Den brauchen wir, den Safe. Den bauen wir jetzt einmal. Weil ich habe keinen Bock, dass die mir hier wirklich jetzt alles... Oh, guck mal, hier ist ein Large Safe. Aber der kostet 301 Ohr. Hätten wir uns eh nicht leisten können, ne? Uns die Barren klauen. Wenn die jetzt kommen und die klauen uns die Barren, dann breche ich ins Dingens. Weil das ist jetzt hier ein Wert, ne? Ich glaube, so ein Barren... hat, glaube ich, 100 Dollar oder so, so ein Goldbarren. Und da haben wir jetzt schon 32 von, ne? Oder 50 oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die einen richtigen Wert schon. Und deswegen ist es sinnig, dass wir uns den Tresor aufstellen. Wenn der Tresor überhaupt uns vor Banditen schützt, das weiß man ja auch wieder so nicht, ne? So, hier steht das gute Stück, den stellen wir aber auch oben hin. Und nicht hier unten so offensichtlich. Ist die Frage so rum, ne? So, wo kommt der hin? Am besten hier an meinem Bett hin. Wenn man natürlich jetzt wie in Rust so Raid-Burgen bauen muss. Oh, der ist aber doch schon ziemlich groß, ne? So, wir haben 23 Dollar. So, jetzt wird mich mal interessieren, ob ich die da reinpacken kann. Warte mal. So, ich könnte Geld transferieren. Also durch Banditentöten kriegen wir auf jeden Fall Geld. So, hier sind meine Barren drin. Ne? So, nehmen wir die mal und die mal. Also die können mir alles nehmen, nur nicht meine Barren. Das mal so am Anfang. Ne? So, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Mal die da rein. So, die sind jetzt da drin, ne? Genau. Aber da kann ich nichts mit machen. Ich kann nur abheben und einzahlen. Ich könnte jetzt die 23, könnte ich sagen. Wie war das jetzt? Ich glaube, das war mit hier, ne? Hier 23 müsste ich eintragen. Und dann Deposit, glaube ich. So, jetzt haben wir 23 hier drauf und ich habe nicht mehr so viel Geld mit, seht ihr das? Das ist eigentlich recht gut, der Tresor. Und jetzt steht der da und jetzt müsste der eigentlich geschützt sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, der müsste geschützt sein. Oder zumindest die anderen kommen da nicht dran an das Geld. Ne? So, dann hätten wir das schon mal. Ja, jetzt haben wir eigentlich fast alle Tische und so. Ich wollte euch zeigen, aber das zeige ich euch in der nächsten Folge, wie ich das meinte,
mit diesem Schmelzsystem. Man kann jetzt so eine Art rein theoretisch Rondell bauen. Ich habe da was im Kopf, wie ich es vielleicht bauen würde. Allerdings weiß ich nicht, ob es genutzt wird. Lass mal eben zählen, wie viel bräuchten wir. Also wir bräuchten den einen. Wir bräuchten den Brick Smoker. Wir bräuchten den. Wir können es mal testen. Ich kann es euch zeigen in der nächsten Folge, wie ich es meine. Und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Auf jeden Fall, wir sind wieder bei 20 Minuten. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.